Du sprichst ihn wahr an. Na, dieses Weib ist nicht besser als andere Menschen. Schon bald wird sie versuchen, uns zu benutzen, um... Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Es gibt jetzt eine interessante Vorgeschichte zu hören. Marduin, Madeleine und das Baby Terra. Terra, geht es gut? Okay. Sie lassen mir keine Wahl. Es ist das letzte Mittel, zu dem ich ungern greife. Der Siegelwal? So ist es. Ein Sturm will ich herauf beschwören, der alles Fremde ihn fortweht und das Portal mit dem Siegelwal verschließen. Diesen Zauber zu sprechen vermag selbst unter uns Esper nur eine Linie. Und ich bin der Letzte, der von dieser Linie geblieben ist. Doch solltet ihr in eurer Verfassung einen solch mächtigen Zauber sprechen? Könnte es sein, dass ich sterbe? Geschehe dies, ließe der Siegelwal sich nie mehr öffnen. Madeleine! Es gibt nichts mehr, was mich in die Welt der Menschen zieht. So will ich zur Tat schreiten, denn ein anderer Weg scheint uns nicht geblieben. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Menschen auch hier hervorgedrungen sind. Terra, geht es gut? Terra, ich werde wiederkommen. All dieses Unheil hat sich die Menschenfrau über uns gebracht. Was sagst du? Sicher hat sie die Soldaten auf unsere Fährte gelockt. Du sprichst ihm wahr an. Na... Dieses Weib ist nicht besser als andere Menschen. Schon bald wird sie versuchen, uns zu benutzen, um... Sieh, was du angerichtet hast. Madeleine! Madeleine! So, warte doch. Sie ist wahrscheinlich zur Pforte gelaufen. Wo denkst du, willst du hin? Madeleine lief fort. Oh, welch schicksalsschwere Stund. Doch längst schon wirkt der Zauber des Siegelwals. Wenn du dich nicht beeilst, gibt es keinen Weg zurück. Dieses Risiko nehme ich gerne in Kauf. Madeleine! Der Sog ist zu stark! Verdammt! Den kostbarsten Schatz zu greifen, na, werden wir ihn fortgerissen wie hilflose Blätter im Wind. Madeleine! Marduin, ich bin nicht wie Sie. Das weiß ich doch. Danke. Kommst du mit mir zurück? Nichts lieber als das. Terra! Madeleine! Eine Frau bei den Espern. Und wer ist dieses Kind? Rühr meine Tochter nicht an. Deine Tochter? Sollte dies etwa das Kind eines Menschen und einer Esper sein? Interessant. Es scheint, der Traum eines unbesiegbaren Imperiums erfüllt sich früher als erhofft. Gib sie wieder her. Lästiges Weibstück. Bitchslap.
Ich werde die ganze Welt beherrschen. Vater, bist du das? Ich bin die Tochter eines Menschen und einer Esper. Daher rührt meine Kraft. Und ich glaube, ich habe sie jetzt unter Kontrolle. Zumindest für kurze Zeit. Auf diese Weise also kam das Imperium hinter das Geheimnis der Magie. Und die Esper im Labor waren sicherlich jene, die damals gefangen wurden. Auch für die Kraft von Celes mussten sie sich opfern. Ah, diese elenden Hunde, Mann! Ich werde nicht eher ruhen, bis ich Gestahl eine ordentliche Blitzig verpasst habe, Mann! Wie steht es um Nash? Du hast recht, wir sollten zuerst dort nachsehen. Der gute Xella und seine Blackjack stehen jederzeit zu Diensten. Dann lass uns aufbrechen. Wie wär's? Will jemand an der Steuer? Das Steuer übernehmen? Ein Luftschiff zu fliegen ist mogri leicht. Mit links und rechts wird das Schiff gewendet und mit oben und unten die Höhe reguliert. Zurück an Deck geht es mit Start. An Bord können die Mitglieder der Gruppe ausgewechselt und Einkäufe getätigt werden. Im Landemanöver wird mit B eingeleitet und das Schiff mit A wieder betreten. Alles klar? Ei, ei, Captain! Das Schiff hat noch mehr auf den Kasten. Interessiert? Klar! Im Flug kann mit Select eine Weltkarte aufgerufen werden. Gedrückt halten von L und R ermöglicht es, das Schiff mit Steuerkreuz zu manövrieren, ohne es neu auszurichten. Ist besonders beim Landen praktisch. Simultanes Drücken von links und L sowie rechts und R ermöglicht eine schnelle Wende. Okay, aber lass uns doch mal Blackjack ein bisschen erkunden. Soll ich Gefährten anordnen, ihre Ausrüstungen abzulegen? Träum weiter, du Wichtel. Ja, ich wollte nur mal fragen. Schick. Hey Terra, alles in Ordnung bei dir? Sicher herrscht bald wieder Frieden. Ganz bestimmt. Ja, komm, wenn ich schon... Ich würde gerne Terra wieder aufnehmen. Oh, ich muss meine Gruppe erstmal formieren. Terra auf jeden Fall. Dann nehmen wir noch... Den Zocker nehmen wir noch mit. Ach, nehmen wir doch mal eine Gruppe, mit der wir jetzt noch nicht rumgelaufen sind. So. Drei Männer. Ein süßes Mädel. Okay, Mann. Ich übernehme jetzt, Mann. Kein Problem. Es ist wieder Sardo-Time. Hey, Sasu, alles fett bei dir? Sasu. Auf bestem Feld stärker werden. Ach, Quatsch, Mann. Oh Mann, wegen dir, weil du so eine Scheiße laberst, müsste ich jetzt nochmal alles neu formatieren, Mann. Egal, Mann. Immer schön chillen, ihr wisst Bescheid. Okay, Mann. Jetzt lass mal ganz gut chillen. Ah, der Raven, der läuft, spaziert hier auch herum, schaut die ganze aus dem Fenster. Alois, was los? Unser Su, ja, die ganzen Labertaschen, ey. Was ist hier so? Das ist der Maschinenraum, lieber Sado. Ah, okay, danke, Mann, Xella, für die Info, Mann. Wow, ey, voll geil ausgerüstet, Mann. Du hast hier voll den Schnickschnack, wenn du mich fragst. Und eine gemütliche Couch. Doch leider in lila, ey. Bist du unter den Weibern geraten, oder was? Aber nicht doch. Ich gönne es mir,
solche schnieken Sofas zu besitzen, musst du wissen. Hey, du, Mann! Genau das Richtige für uns. Phönixfeder, sehr, sehr wichtig. Ja, es war jetzt eine Geldverschwendung irgendwo, aber irgendwann musste ich ja mal. Nanu, Kundschaft war mir ja schon seit Ewigkeit nicht mehr vergönnt. Ach, der heilt uns. Hey Leute, sag mal, was hatten wir jetzt eigentlich vor? Naja, ich würde sagen, wir schauen uns mal nach an und gucken, was da jetzt los ist. Hey, Bruderherz, Mann, voll die guten Ideen, die du immer hast. Naja, okay, ist schon gut. Nee, ist so. Hey, aber ich habe irgendwie Bock, ein bisschen zu zocken, Mann. Naja, egal. Ich bin halt nicht so der Zocker, wisst ihr? Sag mal, wie komme ich eigentlich wieder nach oben, ans Deck? Irgendwie habe ich mich total verlaufen hier. Ah, ich sehe schon, die Leiter, die nach oben führt. Okay, lass mal testen. Wow! Mensch, Sado, jetzt pass doch mal auf, du kannst das Teil gar nicht steuern. Yeah, sorry, Bro. Ich probiere das jetzt mal ein bisschen aus. Ah, okay. So steuert man also ganz angenehm. Ha, perfekt, Mann. Du sag mal, wo war Nash überhaupt? Es war irgendwo da, ne? Hier irgendwo, glaube ich, Mann. War das nicht hier? Lass uns doch mal gucken. Perfekt. Hallo? Ach, tote Hose hier, Mann. Ich würde sagen, wir besuchen diesen, wie heißt der, komische Priester dieser Stadt. Wir haben euch erwartet. Bitte folgt mir. Okay, Mann. Hey, Balon, altes Haus. Schöne Goldzähne, wie immer. Halt die Klappe, Sado. Da seid ihr. Die Nashianer haben sich endlich dazu durchgerungen, mit uns zu alliieren. Doch was wisst ihr zu berichten? Was saht ihr in Vector? Nun ja, das und das und so. Und weißt du, ja, war schon interessant, Mann. Ich war nicht mal dabei. Das lässt die Dinge in einem neuen Licht erscheinen. Mit Nash-Ressourcen und Figaros Technologie wollten wir dem Imperium die Stirn bieten. Doch scheint es, dass unser Herr bei weitem zu klein ist. Sollten denn die Öffnung des Siegelwalls unsere einzige Möglichkeit sein? Ihr wollt zu den S-Bahn? Ohne die Hilfe der magischen Wesen werden wir Gestahl wohl kaum in seine Schranken weisen können. Wir öffnen den Siegelwall im Osten des Imperialen Reiches. Und während die S-Bahn von dort ihren Angriff starten, fallen wir von Norden ein. Ein Angriff von zwei Flanken. Doch erst gilt es, die Esper für unsere Sache zu gewinnen. Ein neuer Bund zwischen Menschen und Espern. Dies zu erzielen, vermag nur eine. Terra. Ha, wer denn sonst, Mann? Wenn Menschen und Esper nicht zusammenpassten, wäre ich nie geboren. Ich werde es tun. Niemand außer mir wäre sonst dazu in der Lage. Mit Hilfe der Esper können wir einen Schlussstrich unter diesen Krieg ziehen. Und Terra könnte es gelingen, sie für unsere Sache zu gewinnen. Nun ist also die Zeit gekommen, dass wir die Waffen gegen das Imperium erheben. Vermutlich gibt es keinen anderen Weg. Der Siegelwall befindet sich im Osten des Imperialen Großreiches. Ihr müsst den Kontrollposten irgendwie überwinden. Kontrollposten? Ha! Ich glaube, das kommt einigen Mitgliedern von uns bekannt vor.
Da gab es diesen imperialen Wachposten. Ja, ja, ich erinnere mich. Aber lass mal gucken, ey. Ich hab voll das komplizierte Haus, Mann. Ach, hier muss ich durch. Scheiße, Mann. Hey, wollt ihr mich veräppeln oder was? Sag mal, habt ihr da ein Elixier? Nee. Ich möchte mal ganz kurz wechseln, auch wenn es viele Sado-Fans unter euch gibt, weil ich noch nie mit dem guten alten Xella gelaufen bin. Wenn ich schon bei Formation bin, möchte ich gerne Terra nach hinten setzen. Dann passt es. So, so, das scheint also Nash zu sein. Okay, ich würde sagen, auf geht es zurück zur Blackjack Richtung Osten. Gehen Osten zum Wachposten der Imperialisten. Los geht's. War es nicht da unten? Eigentlich war es da unten. Ohne mit der Wimper zu zucken, schaue ich mich direkt mal da unten um. Zumindest war hier irgendwo der Wachposten. Genau hier. Über die Brücke. Oder vielleicht auch nicht. Oder war das da? Da ist auch so ein Durchgang. Ist das Gras oder wo bin ich hier? Irgendwie habe ich mich verlaufen oder verflogen, besser gesagt. Und hier ist so eine einsame Stadt. Da möchte ich gerne mal kurz halten. Sag mal, wie lande ich denn jetzt? Ach so, kann ich im Wald nicht landen oder was? Doch, jetzt. Bisschen abseits, aber passt. Tamasa. Tamasa. Ja gut, in der nächsten Folge schauen wir uns hier mal um. Vielleicht komme ich hier weiter, ich weiß es gar nicht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Und wen haben wir hier? Xella, mein Name. Darf ich bitte durch? Und wen haben wir hier? Hast du Alzheimer oder was? Xella, mein Name.